So, willkommen zurück bei Let's Play Pirate 101, dem vierten Teil unserer Let's Play-Reihe. Wir sind noch nicht allzu weit vorangeschritten. Aber wir starten jetzt einfach mal durch und machen auch ein wenig schneller. Dieses Let's Play werde ich diesmal nicht ganz kommentieren. Ihr könnt einfach genießen und zuschauen. Ich werde natürlich weiterhin den Sprecherpart übernehmen, wenn NPCs sprechen tun, von der Geschichte her. Nochmal kurze Info, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Wir müssen heute diese Haie besiegen, damit der andere da im Lager nach Informationen suchen kann, wo sich denn dieser Finn aufhält, den wir suchen und eliminieren sollen. Die Kämpfe werde ich in diesem Let's Play auch ein wenig schneller gestalten. Jetzt die ersten noch nicht, aber gegen später kürze ich die schon ab, weil es hat sich schon zum Teil ziemlich arg hingezogen. Hat mal so ein Kampf locker 5 Minuten gedauert und das wollte ich euch nicht antun. Das heißt, das hier ist jetzt das letzte Let's Play, wo ihr die Kämpfe komplett seht. Später werde ich einfach noch ein bisschen Strategien zeigen und dann von den Kampfanimationen selber ein wenig. Die wiederholen sich natürlich auch, leider, habe ich bemerkt. Aber das macht ja nichts, sehen ja trotzdem weiter cool aus. So, jetzt genießt erstmal hier die Szenerie und wir hören uns gegen Ende des Let's Plays wieder. Und natürlich zu Storch beim... bei der Story wieder. Also, viel Spaß. Your command. Gut gemacht. Während einem Ablenkmanöver habe ich diese Notiz gefunden. Hör dir das an. Der Käufer wird bald hier sein. Sobald er eintrifft, bring ihn zu mir in den Tempel. Der Tempeleingang befindet sich in der Totenkopfhöhle. Die Totenkopfhöhle, wir müssen dort rein.
Open the chest! Quickly! You've got a new bit of gear! To put it on, click the hook in the top menu, then click my backpack. So, hier wird uns jetzt gerade nochmal tutorialmäßig erklärt, was passiert, wenn wir Rüstungsgegenstände finden, wie wir diese anlegen, wie wir den Rucksack überhaupt öffnen und so weiter und so fort. Wir sehen auch gleich hier wunderbar, ob die Rüstung besser ist als unsere alte oder nicht. Und das war's dann eigentlich auch schon, was hier uns erklärt wurde. Eigentlich relativ simpel, aber für Neueinsteiger in MMOs vielleicht auch gerade sehr hilfreich. Dort hinter dem Wasserfall ist der Eingang. Wir haben ihn gefunden. Wir müssen aber erstmal das Gestrüpp hier wegschneiden. Gemacht, getan. Gestrüpp ist weg und jetzt können wir in den Tempel hinein. Dies ist ein schneller Weg, um wieder aus der Höhle rauszukommen. So, jetzt haben wir hier einen geheimen Nebeneingang gefunden. Zudem können wir später schneller aus dieser Höhle raus und müssen nicht 10.000 Mal rundherum laufen. Jetzt sind wir nämlich wieder ganz am Anfang hier. Wenn man es nicht weiß, dann weiß man es nicht. Auf jeden Fall praktisch, wenn man hier wieder öfters mal rein muss. Careful, there are a lot of cutthroats down here, but we can sneak past them if we keep to the walls. So, hier wurde auch gerade eben nochmal erklärt, dass wenn wir uns am Seitenrand des Weges befinden, dass wir in keinen Kampf reingeraten. Wenn wir natürlich einen Gegner anlaufen, dann kommen wir direkt in den Kampf rein. Jetzt wird uns noch erklärt, was die verschiedenen Farben bedeuten von den Gegnern. Also grün leicht, gelb bedeutet ungefähr gleiches Level und rot bedeutet wesentlich über unserem Level ist der Gegner. So, jetzt kämpfen wir uns mal hier ein wenig durch euch den Tempel und hoffen, wir finden den. Das Wasser ist viel zu tief und die Strömung zu stark. Das werden wir niemals schaffen. Ich kann schwimmen, aber du und der Fuchs schafft das niemals. Du da, komm her, schnell. Lifty schickt dich? Sehr gut. Als Lifty und euch uns getrennt haben, habe ich mich durch diesen Tempel geschlagen. Ich bin hier schon seit Stunden und beobachte und lausche dem Treiben. Finn ist den Weg hier entlang in den Thronsaal. Das Mädel hat recht, die Strömung ist zu stark, um zu schwimmen. Ich hörte, dass Markus, Finns rechte Hand, weiß, wie man das Wasser abstellt. Wenn du das Wasser senken kannst, werde ich dir mit Finn zur Hand gehen. Markus hat sich in einer Kammer eingesperrt. Einer dieser Haie muss den Schlüssel haben. So, also laufen wir jetzt hier einfach mal in den Gruppenkampf rein und versuchen den Schlüssel zu finden, um in die Kammer zu kommen.
let's find Marcus. I bet he's in that room at the end of the hall. You're looking a little worse for wear, pirate. You need some healing. To increase your health, grab a yum-yum fruit. There's a small things flying about everywhere. You can also use a life fountain. So, jetzt haben wir den Schlüssel gefunden. Gleich beim ersten Kampf war natürlich sehr praktisch. Jetzt müssen wir in den Dungeon reingehen, um den Markus zu besiegen. Das hier kennen wahrscheinlich noch viele Leute von euch aus Wizard 1-on-1. Einfach draufstellen, versuchen, dass noch ein paar Leute mit dazu reinkommen und ab geht's in den Dungeon. Wer ist das? Das kleine Püppchen will spielen. Lass uns dem kleinen Püppchen beibringen, tot zu spielen. Am Anfang angekündigt, habe ich das Kampfgeschehen ein bisschen weiter vorgespult. Wir sind immer noch hier drin, es sind bestimmt schon mittlerweile über 6-7 Minuten Kampf gewesen. Das wollte ich euch jetzt nicht alles mit antun. Außer ihr sagt einfach mal in den Kommentaren, hey, wir wollen die Kämpfe sehen, egal was, ob es jetzt Nebenkämpfe sind oder Bosskämpfe. Dann schreibt mir das einfach gerne in die Kommentare. Hier sieht es jetzt noch nicht allzu gut für uns aus. Wir sind fast schon tot, haben auch nur einen weiteren Spieler mit dabei und müssen diese ganzen Haie besiegen. Es sind zwar nicht mehr viele, aber die haben noch ordentlich Leben. Und wie ihr seht, sieht es für unsere Mannschaft hier auch nicht mehr rosig aus. Aber wir haben ja auch nur noch 1, 2 Haie dabei zu besiegen. Aber ob wir das Ganze überleben werden, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge von Let's Play Pirate 101. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao!